Feuerkampf im Morgengrauen. Panzergrenadiere rücken vor. Im Morgennebel fahren sie in das Kampfgebiet. Zwei Schützenpanzer Marder und ihre Besatzungen. Mit Angriffen ist hier jederzeit zu rechnen. Und da ist sie auch schon, die erste Sperrsicherung des Feindes. Sofort schießt die Panzerbesatzung Nebelgranaten. Der Fahrer schaltet in den Rückwärtsgang. Unter Abwehrfeuer aus dem Maschinengewehr weichen die Soldaten aus. Hier kommen sie ohne einen taktischen Plan nicht mehr weiter. Es kommt der Moment der Grenadiere, die im Bauch des Marders sitzen. Ihr Zugführer gibt den Befehl zum Absitzen. 12 Soldaten sammeln sich im Wald. Ihre Bewaffnung: Panzerfäuste, Sturm- und Maschinengewehre. Ziel: Angriff von rechts ausholend. Herr Papa 1, nicht gangbar. Aufgeklärt, Herr Estrad-Sperre, rechts ausholen. In die Flanke des Feindes zu stoßen, um die Sperrsicherung zu werfen, sowie anschließend Minensperre korrigieren, Estrad-Sperre zu räumen. Estrad steht für Stacheldraht. Ungefähr 500 Meter ist die Sperre von hier entfernt. Die abgesessenen Grenadiere werden einen Marsch im Schutz des Waldes dorthin machen. Die Marder rücken an anderer Stelle vor, greifen die erkannten Feindkräfte an. Die erste Sperre haben sie erfolgreich genommen, doch die weitere Aufklärung ergibt: Feind in Gruppenstärke. Ja. Herr Absicht jetzt, unter Überwachung der aufgesessenen Kräfte. Beziehen Sturmausgangslage, vermutlich leicht ansteigender Wall, diese Richtung, 50. Die Schützenpanzer stehen, jetzt müssen die Grenadiere angreifen. Mit der Lageinformation, Niederhalten der aufgesessenen Kräfte, jetzt beziehen Sturmausgangslage, 12.50 Uhr. Hinter dem Wall gehen Schützen in Stellung, unter ihrem Feuerschutz und dem der Marder erfolgt gleich der Sturmangriff. Die Soldaten werfen Nebelgranaten und eröffnen Sperrfeuer. Sobald Nebel liegt, niederhalten, dann springe ich in die Flanke. Kommen! Es geht los. Der Trupp greift den Feind in der Mitte an. Feuer und Bewegung heißt die Taktik. Während ein Teil der Soldaten vorrückt, halten die anderen Kräfte den Feind durch Deckungsfeuer in seinen Stellungen. Die Kräfte wechseln sich bei Feuer und Bewegung ab. Links, Deckungsfeuer! Sprung auf, Marschmann! Meter für Meter können die Grenadiere so weiter auf die Anhöhe vorrücken. Dann wieder Stellung beziehen und erneut Feuer. Ein Grenadier wird beim Sturmangriff getroffen. Meine Schulter! Wir haben hier einen Verwundeten! Meine Schulter! Sein Kamerad in der Nachbarstellung reagiert sofort. Er zieht den Getroffenen aus der Schusslinie. Ein weiterer Soldat läuft heran, um bei der Erstversorgung zu unterstützen. Unterdessen greift der Zugführer mit den anderen Kräften weiter an. Mit Erfolg, der Feind weicht weiter aus. Eine Marderbesatzung kann nun die Stacheldrahtsperre in der Senke räumen. Die abgesessenen Grenadiere haben sie umgangen und nahezu alle Feindkräfte dahinter vernichtet. Trotzdem überwacht die zweite Marderbesatzung weiterhin die nahe Umgebung. Der Weg ist frei. Der Zugführer gibt eine Lagemeldung an den Kompaniechef. Hi, Charlie. Sturm und Einbruch durchgeführt. Stand im Feuerkampf mit abgesessenen Schützen in Halbzugstärke. 80% davon vernichtet. Restkräfte ausgewichen Richtung Westen. Absicht, Charlie, jetzt führe durch Kampf durch die Tiefe. Will heißen, der Zugführer wird den ausweichenden Feind weiter angreifen, damit er sich nicht neu formieren kann. Dazu ruft er die Schützenpanzer heran. Die abgesessenen Grenadiere kommen aus ihren Stellungen und kehren zu den Fahrzeugen zurück. Für einen Gegenangriff ist der Feind offenbar zu schwach und die Gelegenheit für die Grenadiere günstig. Die Marderbesatzungen wollen den Raum hinter der gewonnenen Höhe rasch einnehmen. Doch beim Aufsitzen werden plötzlich feindliche Kräfte gesichtet. Der vordere Schützenpanzer eröffnet das Feuer.
Volltreffer. Feindlicher Panzer vernichtet. Weiter aufsitzen, die beiden Schützenpanzer rücken vor. Jetzt werden sie die Freifläche nehmen. Angriff ins Ungewisse, aber dafür mit Feuerüberlegenheit und Geschwindigkeit. Und wenn es wieder brenzlig wird, dann vertrauen die Grenadiere auf ihre Gewehre, die Panzerfaust und ihre 20 mm Kanone auf dem Schützenpanzer.